Wir haben eine ganze Fülle von Themen, bei denen wir in den ersten Monaten der neuen Legislaturperiode wichtige Gesetzesvorhaben auf den Weg bringen möchten. Das betrifft den Bereich der inneren Sicherheit, das betrifft den Bereich der Migration, das betrifft aber auch den Bereich der Stärkung des Rechtsstaats. Dazu gehört für uns mehr Personal in der Justiz, dazu gehört bessere Ausstattung und dazu gehört auch ein effizienteres Verfahren. Es kann nicht sein, dass Straftaten in Deutschland nicht verfolgt werden können, weil die Justiz nicht über die erforderlichen Ressourcen verfügt. Wir werden deshalb den Pakt für den Rechtsstaat auf den Weg bringen, um hier einen ganz wichtigen Akzent zu setzen. Wir wollen, dass die Zahl an Migranten dauerhaft niedrig bleibt und noch weiter absinkt. Wir werden deshalb vor allen Dingen die Ankerzentren rasch auf den Weg bringen. Diese Zentren erlauben es, dass Migranten nicht mehr in der Fläche des Landes verteilt werden, sondern dass sie in Zentren bleiben, dass sie nach Abschluss der Verfahren von dort direkt in ihre Heimatländer zurückgeführt werden können. Und das ist gemeinsam mit den Regelungen, die wir zur Begrenzung des Familiennachzugs auf den Weg bringen, ein wichtiges Signal, um zu zeigen, auch in der neuen Legislaturperiode tun wir alles, um die Zahl an Migranten dauerhaft niedrig zu halten. Innere Sicherheit ist uns seit jeher ein Herzensanliegen. Deshalb werden wir die Zahl an Polizisten weiter aufstocken. Wir werden die Ausstattung der Polizei verbessern. Wir werden der Polizei zusätzliche Befugnisse einräumen. Und wir werden einen besonderen Schwerpunkt setzen bei der Bekämpfung von Wohnungseinbruchskriminalität.